Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge, ja, gute Frage, eine neue Folge auf jeden Fall, von Oxygen Not Included. Ich kann es euch jetzt gerade nicht sagen. Folge 52 ist es, glaube. Und wir hatten letztes Mal gesagt, dass wir hier uns um die Algen kümmern wollen, das abbauen. Hier müssen wir auch noch was machen. Der Pufflet, der sollte eigentlich mal runterfliegen. Wäre sehr schön, wenn er das tun würde, aber das sieht etwas schwierig aus. Aber nach dem Intro gucken wir uns das weiter an, ne? Bis gleich. So, dann starten wir mal und gucken, dass wir, okay, das Tor, die Tür wird gerade gebaut, das ist schon mal sehr schön. Dann graben wir doch mal, das können wir von da oben machen. Ja, dann würde das erstmal hier alles weg können. Und wir priorisieren mal gerade vielleicht hier das auf 6. Ah, brauchen wir nicht mehr priorisieren, weil es gerade fertig ist. Sehr schön, das haben wir jetzt auch schon an. Das hatten wir letztes Mal schon gesagt, kann weg. Hierhin eher nicht. Das heißt, wir können auch hier jetzt neue Bodenziegel ziehen. Würde das jetzt mal so machen, ne? Die holt Luft, ist ja da weitergegraben worden. Ah, hier geht's durch, aber hier oben fehlt der Strom noch. Automatische Luftschleuse, das Kabel machen wir mal auf 7, damit die Schleuse auch schneller aufgeht. Er hat schon die Backen wieder dick, das heißt, er kriegt da keine Luft. Jetzt ist die Frage, hier oben hatten wir doch was hin. Ja, da ist doch was. Wie sieht es denn mit Sauerstoff aus? Achso, der Mordrak hat mir auch geschrieben, ne, dass man hier irgendwo das noch verändern kann, indem man sieht, dass es Dreck. Wie heißt das? Ja. Wo war das jetzt? Irgendwo hier war das, oder? Nee. Irgendwo war das auf jeden Fall, dass man das noch filtern konnte. Ja, schön wäre es, wenn ich wüsste, wo es war. Ja. Fördersysteme. Oder war das Material-Overlay und dann konnte man das noch filtern? Ah, hier konnte man das noch filtern. Gas. Und dann sieht man es. Genauso. Das ist das, was der Mordrak wahrscheinlich meinte. Da ist Wasserstoff, da ist Chlorgas. Hier wäre Sauerstoff. Ich gehe von aus, dass er das meint, ne? Und hier sieht man dann auch verschmutzten Sauerstoff. Aber den können die Dupes auch atmen, hat er mir geschrieben. Aber das ist jetzt nicht so lecker da, ne? Und dann sind sie, naja, sie können was ab, hat er gesagt. Gut, ja, das weg. Das wollten wir jetzt nicht machen. Und das Overlay auch weg. Oh, wieso ist hier Wasser? Wo kommen wir jetzt? Ah, wir sind schon oben. Und hier war das Biom, dass es schmilzt. Das ist jetzt nicht so dolle, ne? Nee, das war falsch, das ist richtig. Ist ja mal gut, dass wir hier Schleusen haben. Dann können wir das mal schnell aufwischen, ne? Ja. Wie machen wir das dann geschickterweise? Eigentlich müssten wir da schnell einen Stein hinsetzen, dass sie da rüber springen müssen und das Wasser dann nicht weiter reinkommt, ne? Und das machen wir eine Prio 9 mal gerade raus aus dem Stein. Dann tropft das Wasser hier runter, bleibt aber hier. Und wir können mal schnell hier graben, damit da mehr Platz ist dann, ne? Da fällt schon wieder runter das Wasser. Das geht ja aber, ne? Weil jetzt fällt da wieder Wasser runter, Eis runter wahrscheinlich, ne? Ne, das war tatsächlich keins, okay. Ja, aber wir sind auf jeden Fall eine ganze Ecke höher schon gekommen. Ja, hier ist überall Eis dann, ne? Das bedeutet, wir sollten hier rüber graben. Und dann da vielleicht weiter hoch. Oh, guck mal, hier ist auch noch ganz viel Algen. Die sollten wir alle mitnehmen noch. Okay, da gibt es was abzuholen bei unserem Drucker. Da. Der Biodrucker macht eine Blaupause auf, die so aussieht. Kupfer wäre es. Wir gucken uns gerade die Dupes an. Kochen, Graben, Viehzucht und Bedienung. Jo. Was? Ungeübter Künstler. Kreativität gesenkt, Dekoration, das wäre egal. Furztäufig, naja, das will ich jetzt nicht. Maschinen gesenkt, das wäre egal. Athletik gesenkt, na, das ist ein lahmer Kriecher, ne?
Super duper schweres Graben wäre das, okay. Geschrumpfte Geschmacksnerven, Nahrungsmoralbonus, Medizin erhöht. Nein, aber das können wir uns machen wir nicht. Wir machen hier das, weil wir haben sonst zu viele Jups erstmal hier, ne? Aber hier konnten wir noch eine Fertigkeit machen. Und zwar, die Herzchen sind schon hier durch, ne? Schutzanzugtraining. Ja, machen wir mal. Gut, haben wir. Was kann hier nicht abtransportiert werden? Erde, okay. Was ist das hier? Achso, davor liegt ein Fingerhut, Schilf, okay. Hier ist verschmutzter Sauerstoff, der bis da oben hingeht. Und hier haben wir auch hochgebaut, ne? Aber okay, bis dahin wird nicht gebaut. Naja, ist erstmal gut. Hier passiert nichts. Wo ist denn der Pufflet? Ah, da oben jetzt. Warte mal. Ah, nee, ich würde den dann doch hier runter haben wollen. Wie sind die Prio da? 5. Mach die Prio da mal auf 6. Okay, das ist erstmal gut. Hier wächst nichts, die wachsen. Wie ist denn überhaupt mit Essen? Oh, reicht, gut. Ja, vielleicht auch einen Jub nehmen können, ne? Bei 39.000, aber Modrak hat schon wieder gesagt, nee, nee, viel zu gefährlich. Haben wir denn hier jetzt keine 6 gesetzt? Nee, wohl nicht. Dann setzen wir jetzt hier auch noch eine 7 hin. Zack. Geh du wieder runter. Macht er nicht. Vielleicht sollten wir doch die Tür aufmachen, dann kann er weiter runterfahren, oder? Oder fliegen. Mach mal auf. Ja, da war ja diese Geschichte mit der Tür, ne? Wenn da einer drin ist, geht die Tür auf und die andere zu, ne? Und dann kann man auch diesen, sag schon, wie hieß er noch, Automaten da machen, ne? Mach mal diese zwei Graben. Machen wir mal die 6 Graben. Dann kann der vielleicht auch da. Ach, er ist schon hier. Okay, dann aber schnell die Tür wieder zu. Oh nee, ne? Warum muss das jetzt sein? Ah. Jetzt mache ich mal schnell einen gelben Alarm, ey. Nee, der. Die sollen mal schnell die Tür dazu machen. Da soll sofort einer kommen und die Tür machen, damit der da nicht durchfliegt, ey. Sehr gut. So, gelber Alarm kann dann wieder aus. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt müssten wir diese Tür für den aber wieder öffnen, ne? Wieso ist jetzt der gelbe Alarm noch an? Gelber Alarm, zweimal. Okay. Ach, ich muss hier auf sowas gehen dann. Mach 5. Der ist dann aus, aber da, ja, den gelben Alarm haben wir jetzt erstmal noch aktiv. Okay. Die sind gerade auf Toilette, okay, und er fährt hoch. Hier müssen wir noch putzen. Und hier müssen wir auch putzen. Und da müssen wir auch putzen. Ist noch mehr. Oh, da unten ist auch noch was hingefallen. Das ist schon mal schade, ne? Aber hat ja jetzt geklappt. Die Tür ist offen, das ist schon mal gut. Das bedeutet, wir machen da erstmal wieder eine 5 raus. Gelber Alarm ist weg. Hier können sie putzen. Wie viele Algen haben wir übrigens? Immer noch 2,5 Tonnen? Na, nicht mehr ganz, aber wir sollten hier noch was abbauen. Prio. 6. Passt schon. Wie ist denn hier oben so weiter? Okay, das ist jetzt bis dahin gebaut. Ja, und da geht es dann da weiter. Aber das ist noch eine ganze Weile da hoch, ne? Eis, Granit. Das wird hier ein bisschen schwierig mit dem ganzen Berg, weil wir haben hier ein Wasserproblem nachher, denke ich. Aber das Wasser wäre hier. Und wir fangen es dann nachher hier auf vielleicht. Mal gucken, wie wir es machen, weiß ich noch nicht. Hier ist auf jeden Fall so eine Schleuse schon mal, ne? Vielleicht sollten wir hier auch noch so einen Stein machen wie da. Komm, das machen wir, das ist sicherer.
Kommt er da rüber dann? Ja, ne, oder? Ja, das geht ja schon mal dann. Sind die alle am Pennen, ne? Ja. Da könnte noch gewischt werden. Wo ist denn unser... Ah, in der Nähe. Aber leider geht er wieder hoch. Gut, hier sind ja einige schon unterwegs, ne? Puffprinzei ist das. Ja, müssen wir mal gucken. Ach, Brutstation, da können wir doch das Puffprinzei reinmachen, ne? Warum hat das da noch keiner reingelegt? Das liegt doch da, das kann doch dann da gebrütet werden, oder? Kein Ei verfügbar, doch da. Oder, nee, das ist jetzt das Falsche, abbrechen. Das ist das Richtige, brüten. Jetzt haben wir's. Der müsste jetzt schnell die Tür aufgemacht kriegen. Weil die sind gerade alle hinten, ne? Und der ist vorne. Die sehen natürlich alle die offene Tür, ne? Gleich sind sie weg. Ah, jetzt fliegt er zu weit weg. Obwohl, wir können da noch einen Moment warten, denke ich. Okay, jetzt wird es mir gleich zu bremslich, weil da zu nah sind die anderen. Wenn die hinter dem Lagerautomaten sind, dann muss ich zumachen. Machen wir erstmal so. Ja, der ist zu weit weg jetzt. Okay. Ich mach Tür zu, der ist mir zu weit hier. Na, jetzt fliegt er wieder weg, ne? Aber der ist auch zu weit weg, das funktioniert gerade nicht. Sofort zumachen. Sehr schön. Sehr schön. Wie kriegen wir den nach unten? Gar nicht hier, oder was? Nein! Warum? Warum hat den keiner zugemacht da? Das war ja voll doof. Und wieso haben wir hier keine Möglichkeit, den runterzulassen? Müssen wir hier da lang, da lang, da lang? Nee, 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 das ist ja alles viel zu weit. Weiß ich dann auch nicht. So, er käme jetzt schon näher wieder vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Lassen wir erstmal so. Hier ist alles weg, da oben auch. Den machen wir jetzt hier wieder zu. Dann können wir jetzt auch so machen bis dahin. Ach, da kann jetzt keiner hin, okay. Ja, was ist mit ihm jetzt hier? Und schnell zumachen. Wenn es vielleicht klappt es ja mal jetzt. Nee, kannst schon wieder vergessen. Jetzt aber schnell. Vielleicht klappt es diesmal. Vielleicht klappt es diesmal. Wo ist er jetzt? Da ganz unten. Jetzt muss einer die Tür zumachen, dann werden wir glücklich. Öffnen. Die Tür ist zu da unten. Das ist schon mal gut. Das können wir wieder auf 5. Okay, wir haben ihn schon ein Stück weiter nach unten gebracht. Das ist schon mal gut. Und wenn jetzt hier einer aufmacht, könnte er da durch. Dann reißen wir irgendwann hier irgendwo was auf, dann kann er da auch durch. Kann auf jeden Fall schon mal nicht mehr hoch. Okay, die Tür geht auf, das ist schon mal auch gut. Jetzt müssen wir nur gucken. Wahrscheinlich geht er gleich auch schon da durch. Ich will es hoffen. Ja. Und der Alarm ist noch an. Ich will hoffen, dass das jemand jetzt schnellstens zumacht. Okay, das hat geklappt noch, wenn. Da ist jemand, der die Tür zumacht. Nein. Da kommt jemand, der die Tür macht. Das klappt gerade so, ne, oder?
Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir haben ihn schon mal ein Stück weiter, ne? Ja, ich würde das jetzt tatsächlich irgendwie versuchen, hier hinzumachen dann. Oh, guck mal, wie dick der ist. Okay, das ist schon mal sehr schön, dass der bis hierhin geschafft hat. Jetzt müsste man überlegen, wo man nachher aufreißt, dass er runter kann. Das wird schwierig. Vielleicht hier. Ne, da ist ja hier auch eine doofe Leiter, ne? Sehe ich gerade. Muss die Leiter da sein? Ne, man kann auch da lang gehen. Ich glaube, wir machen ganz schnell hier die Leiter weg. Und dann brauchen wir da sofort einen neuen Stein hin. Geht das auch so direkt? Und zack auf 9. Die Leiter muss da weg, das hat so keinen Sinn. Wahrscheinlich geht er da gleich noch durch, bevor der Stein gebaut ist. Oh. Nochmal einen gelben Alarm, dass einer die Tür zumacht. Macht sie? Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir haben ihn noch einen Raum weiterbekommen. Er fliegt zum Beispiel woanders hin, das ist auch gut. Und nochmal die Pest, oder? Schleim, Schleimlunge. Sehr gut. Das hat prima geklappt schon mal. So, da können wir jetzt aber definitiv, nee, nicht Abbruch, zerlegen. Das hier mal wegreißen. Und dann müssen wir weiter gucken, wie wir es machen, ne? Er ist auf jeden Fall mal da. Da ist zu. Das sind zwei. Das bedeutet, hier würde ich jetzt mal zerlegen, damit er da runter kann vielleicht. Das ist doch mal eine Option, oder? Weil solange er da ist, könnte das ja auch klappen, oder? Weiß ich nicht. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh, jetzt hat er schon einer kaputt gemacht. Vielleicht kann er da ganz schnell durch. Ja, wir setzen den da schon hin und ja, wir gehen da erstmal auf Prio 3. Und wenn er jetzt gleich durch sein sollte, dann macht er aber nicht. Gut. Das heißt, nächste Folge müssen wir hier drauf achten. Bis dann. Ciao.